Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind live hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, wir haben eine freie Themennacht heute Nacht, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Die und die Anruferin heißt Carolina und ist 24 Jahre alt. Hallo Carolina. Ja, hallo. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Carolina? Ja, also es geht darum, ich habe damals eine Affäre angefangen mit einem Mann und aus dieser Affäre ist ein Kind entstanden. Mhm. Wann war das? Vor 2 Jahren. Ja. Ja, das Kind ist jetzt ein halbes Jahr alt. Und was heißt Affäre? Also ich habe jemanden kennengelernt und der hat mir nicht von vornherein gesagt, dass er eine andere Person hat, also dass er nicht frei ist, sondern ach so, halt erst später. Ach so. Das heißt, die Affäre gibt es im Moment immer noch? Richtig. Mhm. Die Affäre ist nach wie vor Affäre. Dieser Mann hat immer noch eine andere Frau? Ja. Mhm. Wie sind die Verhältnisse da? Seit Oktober letzten Jahres weiß sie das wohl. Mhm. Auch, dass da ein Kind ist? Genau. Mhm. Hat er mit der anderen Frau auch ein Kind? Nein, die sind jetzt auch nicht verheiratet oder so. Wie lange sind die schon zusammen? Ich weiß es nicht genau, also so direkt darüber, also so richtig haben wir nie drüber gesprochen. Wie seltsam, da bist du 2 Jahre mit einem Mann verbunden und du sprichst nicht darüber, wie sein Leben aussieht und aussah? Es war halt einfach, also ich wollte nie wirklich drauf eingehen. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er sie liebt. Hm. Und er hat nur gesagt, die verstehen sich gut. Also ich muss dazu sagen, er hat mich eigentlich nie angelogen. Er hat halt immer irgendwie, ich bin an vielem selber schuld. Hm. Liebt er dich denn? Er sagt ja, aber ich glaube nicht so, dass wir zusammenleben könnten. Du liebst ihn? Sehr. Sehr. Hm. Und jetzt ist ein Kind da. Hat das Kind etwas verändert? Ist er dadurch näher an dich herangerückt? Ich weiß es nicht. Na, man spürt es doch. Ich würde sagen, eigentlich schon. Also ich war seitdem das Kind da ist, also es hat sich auch in meinem Leben unheimlich viel verändert. Ich kann leider nicht mehr arbeiten gehen. Ich bin sehr viel zu Hause. Mhm. Dementsprechend auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen frustriert irgendwie. Mein Alltag ist halt nicht mehr der, der immer war. Für mich hat sich auch sehr viel geändert. Ich muss dazu sagen, es war ungeplant. Mhm. Und ich war erst dagegen, aber ich konnte mich auch nicht dagegen entscheiden, als es soweit war. Mhm. Es war ungeplant. Das heißt, ihr wolltet eigentlich kein Kind, aber dann habt ihr auch nicht ordentlich verhütet, oder wie? Doch, ja, was heißt, ich hab wohl einen Fehler begangen. Das war, ja, bei der Verhütung. Ich war vielleicht mal unachtsam, oder? War das vielleicht eine unterbewusste Sache? Dass du irgendwie, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, vielleicht sogar gewollt hast, dass du ein Kind bekommst, in der Hoffnung, dass er dann sich vielleicht doch endgültig für dich entscheidet? Nein. Hm. Nein, ich würde sagen nicht, nein. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mich mal selbst gefragt, aber nein, ich denke nicht. Mhm. Also mein Leben, ich habe mir das nicht so vorgestellt, so wie es jetzt ist. Und im Grunde wusste ich von vornherein, dass es nie was wird, weil auf sowas, ich finde, man kann eine Beziehung nicht auf Sand bauen, wie man so schön sagt. Mhm. Und diese Beziehung ist auf Sand gebaut? Natürlich. Ja. Wie stellst du dir jetzt deine, eure Zukunft vor? Ich möchte weg von ihm. Ich möchte los. Ah, ja. Hast du ihm das gesagt? Schon oft. Und wie reagiert er darauf? Bestürzt eigentlich. Hast du irgendwann mal bemerkt, dass er
Oder hat er sogar in Aussicht gestellt, dass er vielleicht sich ganz für dich entscheidet? Er hat vor kurzem war sowas und dann hat er gemeint, irgendwie, dass er sich oft überlegt, wie das wäre, wenn wir eine Familie wären. Mhm. Aber ich denke, das kommt dann, er sagt das dann, wenn ich mich von ihm lösen möchte. Mhm. Wie hat die Frau, also seine Freundin, das überhaupt herausbekommen? Hat er das gesagt? Er hat mir damals mal gesagt, kurz bevor das Kind geboren wurde, hat er mir gesagt, dass er ihr alles gesagt hat. Mhm. Geht die Frau davon aus, dass es den Kontakt immer noch gibt? Weißt du das? Nein, darüber sprechen wir nicht. Mhm. Ich bin ehrlich, weiche eigentlich diesen Themen aus. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, er muss das Kind in sein Leben einbringen. Mhm. Irgendwo, weil... Mhm. Aber macht einen, wenn ich mich jetzt gerade in deine Situation versetze, würde mich das wahnsinnig machen, wenn ich da 2 Jahre mit einem Typ zusammen bin, den ich liebe, und ich weiß überhaupt gar nicht, wie der lebt und in welche Gefühle der sonst noch verstrickt ist. Warum hast du da nicht konkreter nachgebohrt? Aus Angst, ihn zu verlieren? Aus Angst? Nein, nicht aus Angst. Ich hab oft versucht, mich von ihm zu lösen. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe 9, obwohl das nicht stimmt. Mhm. Aber er, dann war halt irgendwie für eine Woche Funkstille, aber dann meldet er sich immer. Und ich bin dann in dieser Hinsicht unheimlich stabil und gehe dann wieder drauf ein. Mhm. Ich weiß nicht warum, ja. Aber dennoch die Frage, warum hast du nicht weiter nachgebohrt? Interessieren tut es sich ja schon. Vielleicht, weil ich weiß, dass es gar keine Zukunft hat. Mhm. Dann... Wenn du das so klar sagst, hat dein Unterbewusstsein, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich schon sehr viel gecheckt, gerafft? Ja, hat es natürlich, sonst wäre er doch schon längst bei mir, aber so ist es, genauso irgendwo, ist es auch. Ich fühle mich so allein und ich komme nicht weg. Mhm. Mhm. Ich finde auch, dass nach 2 Jahren er sich, wenn das richtig bei ihm eingeschlagen hätte mit dir, hätte der sich längst für dich entschieden. Ja, natürlich, ja. Klar. Ja. Erst recht, seitdem das Kind da ist, wirklich. Ja. Mhm. Ja. Geht er, wenn er kommt, liebevoll mit dem Kind um? Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich, ich weiß es nicht, als dass er den Kontakt zu mir eher sucht als zu dem Kind. Ich weiß, er sagt, er liebt das Kind und... Aha. Also da ist auch noch so eine Distanz zu spüren, irgendwie eine Distanz zu... Eigentlich nicht, nein. Irgendwo, ich kann nicht sagen, dass er emotional distanziert auf das Kind... Aber er ist auch nicht mit großer Euphorie und großer Liebe und Hingabe da. Er ist so irgendwie so mittelmäßig, durchschnittlich, oder? Nein, ich würde auch nicht sagen, das ist halt unheimlich kompliziert. Also ich glaube, er gibt nicht 100%. Er gibt gerade so viel, wie er müsste. Ja, also, so meinte ich es ja. So nicht, dass er mit dem Kind jetzt mal rausgeht, irgendwie, dass er sich auf der Straße zeigt. Ich muss sagen, das ist hier eine Kleinstadt. Das ist nicht gerade groß. Mhm. Und er hat bis vor kurzem noch hier um die Ecke gewohnt. Und dann ist er mit ihr weggezogen. Das heißt, du kennst die Frau auch vom Ansehen? Ich habe sie einmal gesehen, mit ihm zusammen. Carolina, das ist jetzt so ein ganz klassischer Fall, den du da beschreibst, der sogar schon sehr weit fortgeschritten ist. Nämlich insofern, dass du selbst sagst, ich muss eigentlich weg von dem. Oder ich will auch weg von ihm. Weil es keine Zukunft hat, weil es keine Erfüllung findet, so wie ich sie gerne möchte. Das finde ich schon einen erheblichen Schritt. Ich habe ja schon oft mit Leuten gesprochen, die gar noch nicht so weit waren, wo ich das dann sage. Ich sage, du musst von der Person weg, weil sie... dich einfach einkesselt und einmauert und es geht nicht weiter in deinem Leben und du bist in deinem Unglück und rennst wie ein Hamsterrad in deine Unzufriedenheit zumindest. Aber das siehst du ja schon. Das heißt, diesen endgültigen, definitiven Schritt, den kannst und musst du nur alleine machen. Von außen kann dir nur, jetzt in dem Fall, in meinem Fall, ja, kann ich dich nur ermutigen und auch sagen, ja, ich finde das auch. Aber diese Schwierigkeit, das zu tun, die musst du selbst bewältigen. Das ist das Bittere daran. So wie sich das jetzt anhört, finde ich auch, dass das keine Perspektive hat. Und wenn er auch wenn du ihm das so sagst, dann bewegt er sich ein bisschen näher auf dich zu, aber es hat noch nie irgendetwas so etwas gegeben, wo du merktest, der tut wirklich was, der will etwas. Nicht zu 100%. Also dann geht er halt ein bisschen, dann wieder irgendwie verbringt er mehr Zeit oder einfach nur, um mich dann vielleicht zu beruhigen. Also das ist so das klassische Spielchen. Ja, genau. Der merkt das, dass du relativ labil bist in der Beziehung
und der weiß, dass du wahrscheinlich so schnell nicht von der Stange gehst. Dann wird ein bisschen mehr Zucker hingeschüttet. Ich sag's jetzt mal besonders böse. Und dann bist du wieder beruhigt. Ja. Ich würde das also letztendlich nur so machen, dass ich ihm klar sagen will, pass auf, so geht es nicht mehr. Mhm. Wenn, dann möchte ich wirklich ganz mit dir zusammen sein. Oder wir trennen uns jetzt definitiv. Und da musst du es durchziehen. Das ist dann deine Sache und deine Kraft und deine Disziplin. Ja. Und dann ist es natürlich noch besonders schwierig in eurem Fall, weil er natürlich vielleicht einen Kontakt zum Kind haben möchte, was ja auch gut wäre für das Kind. Da musst du es auch aushalten, wenn er dann immer zu, was heißt immer zu, in verschiedenen Intervallen auftaucht. Ja. Das ist das Schwierige. Ja, unheimlich schwer. Mhm. Aber du musst etwas unternehmen. Ich finde, 2 Jahre sind sehr, sehr lang für sowas. Ja, das ist schon zu lang. Es ist viel zu lang, ja. Viel zu lang. Und du bist unglücklich. Ja, unheimlich. Ja. Mhm. Also, Carolina, tu es. Und ich wünsche dir viel, viel, viel Glück und Erfolg und viel Kraft dafür. Ja, gut. Alles Liebe. Aha, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon, wir haben eine freie Themennacht. Oder ihr könnt uns auch mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Jutta. Jutta ist 50 Jahre alt. Hallo Jutta. Jutta? Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen, Jutta. Hallo Domian. Dein Thema. Ja, sorry, ich bin erstmal total nervös. Macht nichts. Mein Thema ist, mein Lebensgefährte ist vor 3 Monaten verstorben. Mhm. An Krebs. Wie alt ist er geworden? 51. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Zusammen waren wir 7 Jahre. Mhm. Aber es war mein bester Freund und wir kannten uns 26 Jahre. Ah ja, ah ja. Ja, und... War die Erkrankung langwierig und sehr schlimm für ihn und für dich? Die Krankheit an sich hat gut ein Jahr gedauert, aber er hatte Kehlkopfkrebs und das ist, ja, das war eigentlich sehr schlimm. Mhm. Wenn man sieht, wenn jemand hier sitzt und sagt, mach mal dies und mach mal das, Breichen oder auch mal ein Stückchen Pfannkuchen hinterher, war es immer nur weich und er quält sich und kriegt es dann nicht runter und... Mhm. Wie fing diese Erkrankung an? Wie hat er das gemerkt? Das war letztes Jahr im Februar. Da hat er irgendwie Schmerzen gehabt. Und dann war er ein paar Mal beim Hausarzt und auch 2 Mal beim HNO-Arzt. Aber die haben gesagt, man sagt so sprichwörtlich, man hat ein Kloß im Hals. Mhm, mh. Also die meinten, das wäre psychisch bedingt. Mhm, mh. Und da haben die den noch so eine ganze Zeit hingehalten, bis die Schmerzen immer schlimmer wurden. Und im Juni ist er dann nach Marburg gekommen in eine Klinik und dann haben sie Aufnahmen gemacht. Und dann haben sie festgestellt, dass er 2 Tumore hat. Und da konnte man nichts mehr machen? Oder hat man noch eine Chemotherapie gemacht oder bestrahlt? Man oder? Hat Chemotherapie noch 2-mal gemacht und auch Bestrahlung. Mhm. Aber es war von vornherein inoperabel, weil der Tumor so blöd saß. Das war zwischen Kehlkopf und Speiseröhre. Mhm. Naja, wir haben die Hoffnung nie aufgegeben, aber... Ist er dann bei dir zu Hause oder bei euch zu Hause verstorben oder in einem Krankenhaus? Nein, ich hätte es gerne gehabt. Aber ich hatte ihn dann ein paar Mal hier zum Schluss und dann musste ich nachts ständig den Notarzt rufen, weil er dann Blut gespuckt hat oder dies oder jenes. Mhm. Und wir wollten dann auch noch schnell heiraten. Ich hatte dann die ganzen Papiere noch angefordert. Das hat dann aber über 1 Woche gedauert, bis die kamen. Mhm. Und dann hatte ich sie hier, aber dann ist er 2 Tage später ist er dann verstorben. Das heißt, ihr seid nicht dann mehr verheiratet worden? Nein. Mhm. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ja. Ja. Die letzten Nächte und Tag und Nacht war ich bei ihm. Ist er schwer gestorben? Ja, ist morgens, also die Nacht davor ging es ihm ganz, ganz schlecht. Da hat er zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Mein Guter, lasst mich einschläfern. Mhm. Ich kann nicht mehr. Mhm. Und morgens ist er dann irgendwie in so einer Art, ich weiß nicht, hat er die Ruhe gefunden, die er die ganze Nacht finden wollte. Und ich habe nur gesagt zu den Ärzten, der hat doch hohes Fieber.
Und dann haben die den runtergenommen und dann hat sich herausgestellt, dass er plötzlich eine sehr starke Lungenentzündung hatte mit über 40 Fieber. Mhm. Und dann hat er von morgens bis abends kurz nach 20 Uhr dann noch gelegen, ohne dass er das Bewusstsein im Grunde wieder erlangt hat. Mhm. Und dann, ja. Dann waren fast seine letzten Worte, lasst mich doch einschläfern, schläfert mich doch ein. Ja. Dann hat er sich noch zweimal aufgebäumt und hat mich umarmt mit seiner letzten Kraft, die er hatte. Und das Ganze liegt 3 Monate jetzt zurück. Ja. Ja. Wenn du jetzt darüber sprichst, wahrscheinlich wenn man spricht, kommt das alles noch näher wieder an einen ran, wobei 3 Monate ja ganz nah sind. Wie hast du die letzten 3 Monate verbracht? Im totalen Chaos. Mhm. Ich bin 2 Tage nach der Beerdigung zu meiner Freundin gefahren. Das brachte mir nichts viel, da bin ich zu meiner Tochter gefahren. Ich wusste, ich muss die Wohnung hier aufgeben. Ich kriegte dann plötzlich, musste ich zum Sozialamt. Mhm. Ich hatte keine Perspektiven. Mhm. Ich wusste überhaupt nichts mehr. Ist die Tochter deine Tochter oder eure gemeinsame Tochter? Nein, das ist meine Tochter. Deine Tochter. Mhm. Ja, ich bin geschieden. Und nach 20 Jahren Ehe habe ich ihn dann, mein Hausfreund, hat dann als Mann gesehen, sage ich jetzt mal so, mhm, nicht. Das war dann er. Und ich habe dann erstmal überlegt, wo ziehe ich überhaupt hin? Warum musstest du die Wohnung auflösen, weil die so zu groß war für dich? Ja, genau. Mhm. Und du sie auch nicht finanzieren konntest dann? Genau, mhm, genau, mhm, ja. Was für ein Kraftakt auch. Ich stelle mir das vor, wenn man die gemeinsame Wohnung auflöst, in der man glücklich war mit einem Menschen. Mhm. Und dann die Gegenstände und tausende Erinnerungen, mhm, durch den Kopf jagen. Mhm. Du wohnst jetzt in einer anderen Wohnung? Nein, noch nicht. Ach, noch nicht? Noch bin ich hier du in der noch, Wohnung. Ach, du bist noch. Ich bin gerade am Packen. Mhm. Und ich habe zig Briefe beantworten müssen und. Ich wusste gar nicht, was alles auf mich zukommt. Ich hatte überhaupt noch keine Zeit gehabt zu trauern. Mhm. Also es ist grauenhaft, wenn man plötzlich alleine da steht. Mhm. Habt ihr in der letzten Zeit, also es war ihm klar, dass er daran sterben würde müssen? Oh Gott, Domian, das ist eine Frage. Ich sag mal so, wir beide haben die Hoffnung nie aufgegeben. Mhm. Wir haben auch nicht direkt über den Tod gesprochen. Mhm. Ich wusste es vielleicht irgendwo, ich wollte es nicht wahrhaben, er wusste es vielleicht auch und wollte es mir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur die letzte Nacht, wo er sich zweimal so aufbäumte, und die letzte Kraft, die er dann plötzlich hatte, um mich zu umarmen, da wusste ich, es ist nicht mehr. Mhm. Es geht zu Ende. Also es gab kein Gespräch irgendwie vorher mit einem Arzt, der dir schon einen Wein eingeschenkt hat, der gesagt hat, es gibt keine Hoffnung mehr. Doch, die Ärzte haben schon gesagt, aber ich habe gedacht, mein Gott, ach so, lass die Ärzte mal reden, nicht? Meine Ärzte sind ja auch nicht allwissend. Und so. Ihr habt nicht über den Tod gesprochen, sagst du? Nicht direkt, nein. Glaubst du, weil du hast ihn ja so gut gekannt, dass er Angst davor hatte? Ich glaube nicht. Das Einzige, wo er Angst vor hatte, das war, er kriegte hinterher kaum noch Luft, weil der Tumor ja in der Speiseröhre Kehlkopf saß. Und er musste hinterher auch schon künstlich beatmet werden. Er hat immer nur zu mir gesagt, ich möchte nur nicht eins, ich möchte nicht ersticken. Man erahnt das ja gar nicht, in welcher Lage ein so schwerkranker Mensch ist. Nein. Mir kommt nun gerade so die Gedankenkette, dass man da in Panik auch gerät. Ne? Ja. Und ich hatte dann auch Panik, wo dann er auch bei mir zu Hause lag. Ich denke, ich meine, ich bin Arzthelferin vom Beruf. Ach so. Na gut, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich denke, wenn jetzt irgendwas ist, ich habe keine Gerätschaften und nichts hier. Und aber ich habe zu ihm gesagt, ich sag, bitte, mach dir keine Gedanken. Wenn ich merke, dass du ersticken solltest, das verspreche ich dir. Das wirst du nie und nimmer tun. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, das heißt im Grunde weiß ich schon, aber da hätte ich ihm geholfen. Mit gutem Gewissen auch. Mit gutem Gewissen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Denn das habe ich ihm versprochen und jetzt ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, man stirbt ja auch meistens nicht an dieser Krankheit, CA, sondern man stirbt meistens ist es eine Lungenentzündung. Und von daher bin ich jetzt
eigentlich froh, dass er die bekommen hat. Mhm. Denn er ist da irgendwie... Das heißt, sein Leiden wurde dadurch verkürzt durch die Lungenentzündung. Genau. Ja. Aber er hat das dann jetzt nicht mehr so mitbekommen. Mhm. Also so schlimm es auch ist, kann man fast sagen, dass diese Lungenentzündung eine kleine Gnade zum Ende war. Ja, ja. So kann man sagen. Denn der hat hinterher auch dann noch eine Magensonde bekommen. Ja. Dann war er zu Hause. Ich hatte sie auch die ganzen Gerätschaften dann hier und mit Magensonden alles versorgt. Das waren auch nur 2 Tage. Mhm. Dann musste er wieder ins Krankenhaus. Ja, und dann kam er auch nicht mehr nach Hause. Mhm. Wart ihr gläubige Menschen? Oder seid? Ja. Ja, sehr. Das heißt, du gehst schon auch davon aus, dass er irgendwo ist jetzt. Ja, mhm. Davon gehe ich aus. Mhm. Das hilft, ne? Es hilft etwas, obwohl ich mir manchmal sage, warum? Mhm. Nicht? Er war ein sehr, sehr lieber Mensch. Mhm. Und so jung. Ja. Und warum gerade immer diese Leute? Mhm. Er war ein... Ach, ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du aufgrund der ganzen Aktivitäten, die da auf dich eingebrochen sind, noch gar nicht richtig zum Trauern gekommen bist. Mhm. Wenn du dennoch zwischendurch trauerst, hast du Ansprechpartner, mit denen du trauern kannst? Ich rede dann schon mal mit meiner Tochter. Wie alt ist die? Die ist 24 jetzt geworden. Mhm. Die war auch die paar Tage da und wo jetzt er gestorben ist, die war auch mit im Krankenhaus. Dann habe ich auch meine Freundin, aber das ist immer dann alles nur per Telefon, nicht? Ich würde dir gerne einen Vorschlag machen oder einen Rat formulieren. Wir können dir auch gerne etwas behilflich dabei sein. Vielleicht wäre es für deine Situation gut, so wie du es auch jetzt geschildert hast, wenn du in eine Selbsthilfegruppe gehen würdest, wo Menschen sich zusammenfinden, die einen Menschen verloren haben. Ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Bloß ich wusste jetzt bis dato noch nicht, wo ich hinziehe. Und jetzt habe ich eine Wohnung und ich sag mal jetzt, wenn ich die Wohnung da habe und das jetzt alles hinter mir habe und ein bisschen Ruhe finde. Gerade dann wirst du es vielleicht besonders nötig haben. Ja. Weil diese ganzen Aktivitäten lenken dich ja noch ab. Ne? Du musst ja funktionieren. Nein, abends, wenn es dunkel wird, dann sitze ich. Ja, dann ist klar, das ist klar. Mhm. Aber irgendwann sitzt du auch den ganzen Tag dann da. Und es ist alles organisiert und umgezogen. Und du weißt jetzt, wohin du ziehst. Ja. Ja. Ich ziehe jetzt in der Nähe von meiner Freundin. Mhm. Ich weiß, dass da, wo ich geboren bin, und da kenne ich wenigstens die Straßen. Mhm. Also da bin ich nicht fremd. So, da würde ich jetzt den Vorschlag machen, dass du mit meiner Psychologin, mit der Simone, noch ein paar Worte sprichst. Mhm. Und die Simone wird jetzt mal nachgucken, wir sind ja gut ausgestattet mit allen möglichen Informationen, ob es da in der Gegend, wo du bist, ob wir dir da irgendwas vermitteln können. Ja, das wäre nett. Das wäre eine kleine Hilfe, die ich dir anbieten kann. Ja, das wäre nett. Dann machen wir das jetzt so, liebe Jutta, du legst auf und Simone ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft. Das sage ich nicht so, nicht nur daher, sondern ich weiß, ich erahne, was das für dich jetzt bedeutet im Moment. Ja, danke schön. Alles Gute. Und nochmal wollte ich auch sagen, deine Sendung ist ganz toll. Die höre ich schon seit Jahren. Ich wollte dich immer schon mal anrufen, aber ich traute mich nicht. Aber ich denke, jetzt vor dem Fall muss ich es mal tun. Ja. Okay. Alles Gute. Danke schön. Auf Wiederhören. Ja, ciao. So, ihr Lieben, an dieser Stelle einen kleinen Hinweis auf unser Thema am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir haben uns überlegt, wir haben ja schon sehr viele Themen gemacht und wir experimentieren jetzt auch mal ein bisschen mit Themen. Unser Thema am Donnerstag heißt einfach 7. Ich möchte mit euch mich über Geschichten unterhalten rund um die Zahl 7. Vielleicht war von euch jemand 7 Jahre im Knast und will darüber erzählen. Vielleicht hat jemand von euch 7 Millionen Euro gewonnen in irgendeiner Lotterie und kann darüber einiges berichten. Oder vielleicht hatte jemand schon mal Sex mit 7 Leuten. Oder vielleicht ist jemand von euch seit 7 Jahren krank. Also es gibt da sicher eine ganz, ganz große Anzahl und Menge von Beispielen. Das Thema heißt 7, Geschichten rund um die Zahl 7 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt geht's weiter mit einer freien Themennacht und mit Fritz. Und Fritz ist 46 Jahre alt. Hallo Fritz. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen Fritz. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja,
so ein kleines Problem, weil ich bin verheiratet und bin bi und hatte die ganze Zeit einen Freund, 1,5 Jahre, von dem ich mich getrennt habe. Und das wusste meine Frau auch, weil ich eigentlich sie nicht anlügen wollte und habe ihr immer alles erzählt. Wie lange bist du verheiratet schon? Jetzt 23 Jahre. 23 Jahre. Und wie lange bist du schon bi? Also ich versuche das seit 5 Jahren auszuleben. Das hast du schon früher gemerkt? Und eigentlich schon in der Jugend und habe es immer verdrängt. Und Hast du das gleich deiner Frau damals gesagt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe es auch gar nicht wahrgenommen, jahrelang nicht. Und als du angefangen hast, vor 5 Jahren das auszuleben, hast du es ihr da gleich gesagt? Nee, auch nicht direkt. Aber diesen Freund, von dem du gerade gesprochen hast, 1,5 Jahre, davon wusste sie? Da wusste sie und der kam auch hier ab und zu Besuch, zum Grillen oder wie auch immer. Wir waren gemeinsames Theater und so. Ja. War das ein wirklicher Freund oder eher eine reine sexuelle Beziehung und sowohl, so eine Bekanntschaft? Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir hatten eine sexuelle Beziehung, wir waren auch sehr dicke befreundet, haben viel unternommen. Hast du ihn geliebt? Nicht unbedingt. Ich habe ihn sehr, sehr gern gehabt, sage ich mal. Habe ich ihm immer wieder gesagt, weil ich eigentlich meine Frau liebe. Ja. Und es ging mal mit der Zeit in die Hose, weil er wollte geliebt werden, wollte geliebt sein. War er auch ein bisexueller Mann oder ein schwuler Mann? Ein schwuler Mann. Naja, ja, dann geht das natürlich auf Dauer schwerlich. Ja. Gut, er war behindert und ich habe das einfach, was ihm jetzt gut getan hat, so hingenommen. War auch okay für mich, aber irgendwo hat es nicht funktioniert mit der Zeit. Jetzt, seit wann seid ihr getrennt? Seit 3 Monaten. Wie geht es dir jetzt? Gut, die Trennung war etwas heftig, etwas schwer, weil ich wollte ihm eigentlich auch nicht wehtun irgendwo. Aber die ging dann letztendlich von ihm aus, weil er sagte, ich kann... Nee, von mir aus. Ach, von dir. Von mir aus, weil ich bin ihm immer wieder entgegengekommen, aber von ihm kam nichts. Einfach so irgendwie. Aber er wollte doch letztendlich, dass du ganz zu ihm kommst, mit dem Herzen. Das hat er sich so ausgerechnet mit der Zeit. Und warum, was war denn so dein konkreter Grund, weswegen du gesagt hast, nee, geht nicht, ne? Er hat mich sehr viel angelogen, sehr viel belogen und immer wieder jetzt irgendwas ausgedacht. In welcher Beziehung? Wenn ich mit ihm verabredet war, dann kam er nicht, oder kam später oder... Ach so, so Kleinkram. Kleinkram halt, ja, und... Er hat uns in seiner eigenen Welt irgendwo gelebt. Also war bei dir dann das Interesse irgendwann auch nicht mehr so groß, da es eh keine Liebesbeziehung war, ist das fast übergelaufen und hast du das Schluss. Genau. Ich finde erstaunlich, möchte das nochmal sagen, dass deine Frau das so mitgemacht hat, dass er sogar nach Hause kommen konnte und ihr zusammen gegrillt habt, wie abgefahren. Und sie wusste, dass ihr beiden Männer miteinander ins Bett geht. Ja, sie wusste das. Und das hat ihr nichts ausgemacht? Eigentlich schon. Sie hat immer gesagt, ich akzeptiere es nicht, ich toleriere es. Und mein Problem ist halt jetzt, ich habe jetzt einen neuen Freund. Ach so. Ja. Ging auch flott. Ging flott. Den habe ich aber jetzt im Chat schon länger, haben wir miteinander geredet und haben uns mal getroffen. Das habe ich ihr jetzt auch gebeichtet. Und das ist ein größeres Problem. Warum? Weil er viel jünger ist wie ich. Der ist jetzt gestern 22 geworden. Oh. Du bist also 46, ja? Ja. Und das ist für sie ein großes Problem, weil er so jung ist? Weil er so jung ist und sie hat eigentlich sich erhofft, dass jetzt, wo das andere beendet war, ist jetzt Schluss damit. Und dass es jetzt wieder von vorne angeht, glaube ich mal, dass ihr so etwas in den Kopf geht. Und das ist etwas heftig wahrscheinlich. Schläfst du mit deiner Frau auch noch? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch gut für dich? Und, ja, schön. Also, habt ihr Kinder? Zwei Erwachsene. Wissen die das? Nee. Die wissen das nicht. Ich meine, ich will dir mal sagen, du mutest deiner Frau schon viel zu. Ich weiß, dass sie das so Jahre schon so mitgemacht hat. Ja, aber ich will sie nicht belügen. Ich will ihr nicht irgendwas vormachen. Ich will nicht sagen, ich gehe in die Sauna, dabei gehe ich zum Typ oder so. Ja. Das will ich nicht. Aber für dich ist ja so klar, ich will auf jeden Fall beides ausleben. Ich will beides ausleben. Ich will die Welt mit meiner Frau haben und die Liebe. Und ich will aber auch einen Typ haben. Ja, und jetzt hier
ich glaube, ich habe mich noch ein bisschen verliebt. Ich weiß nicht genau, also was ich jetzt erlebt habe in den letzten 3 Wochen, das habe ich mit einem Freund vorher nicht in einem Jahr erlebt. Mhm. Und kommt dieser junge Mann auch schon zu euch nach Hause? Nee, das da haben wir vorher schon drüber geredet. Das ist, wir hatten auch schon Diskussionen gehabt, dass es nicht mehr vorkommt. Weiß der junge Mann, dass du verheiratet bist? Ja, ich habe es ihm auch gesagt. Ist das ein schwuler Junge oder ist er auch... Der ist schwul. Der ist schwul. Mhm. Das heißt, der Konflikt ist schon wieder vorprogrammiert. Ne? Das heißt, wenn der sich auch richtig nicht verliebt, wird der vielleicht auf Dauer auch keinen Bock haben, dich zu teilen mit deiner Frau. Das ist das, ja. Und seine Frau ist im Moment schon sehr, sagen wir es mal... Zurückhaltend bis angespannt. Ja, ja. Ich war jetzt, er hatte Geburtstag gehabt und da war ich jetzt am Sonntagabend zu ihm um 11. Sie wusste das aber. Ich habe gesagt, ich wäre auf einer Geburtstagsparty bei ihm. Dabei waren wir zwei ganz alleine. Die ganze Nacht bis morgens um... Ist schon heftig. Ja. Ist schon heftig. Würdest du das auch tolerieren, umgekehrt, wenn deine Frau ein Verhältnis mit... Ein Mann oder eine Frau, völlig egal? Ja, mit einem Mann würde ich nicht tolerieren. Würdest du nicht tolerieren? Nee, mit einer Frau würde ich es ja verstehen. Würdest du es ja verstehen. Mhm. So, wenn sich das aber jetzt zuspitzt und sie das nicht so aushält und sie irgendwie sagt, pass mal auf, das geht so nicht, das ist keine Basis, wie wirst du dich dann verhalten? Tja, das ist das Thema. Bei dem Freund vorher war immer Thema meine Frau. Immer. Nur jetzt bin ich nicht mehr schlüssig, also jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich reagiere. Ja, im Moment bist du ja auch noch von Sinnen, weil du verliebt bist und da ist man eh nicht zurechnungsfähig. Naja, das ist wahrscheinlich. Ja, das ist so, das ist so. Ja. Also, ich sag nochmal, da hast du eine Frau, die scheint eine ganze Menge, die scheint dich auch sehr zu lieben. Oder sie ist dir zu untertänig. Ne? Das kann man ja auch so sehen. Ja, ja. Das machen nicht viele Menschen mit, sowas. Und ich wäre da auch eher parteiisch, natürlich, für deine Frau, wenn die sagt, nee, also das halte ich nicht aus. Da muss er schon eine Entscheidung für sein Leben treffen. Er kann es nicht schön, nur schön haben wollen. Er kann nicht nur alles so bedient haben wollen, wie er es gerne möchte. Nämlich, er will seinen Kerl im Bett haben, er will die Schmetterlinge im Bauch haben, er will sein festes Zuhause haben, seine Frau und die Rituale der alten Ehe und so weiter. Im positiven Sinne gemeint. Ja. Irgendwann wirst du auch überlegen, wie viel kann ich dieser Frau zumuten? Wie sehr darf ich sie verletzen? Wo ist die Grenze? Wo muss ich mich, Fritz, mich auch zurücknehmen und sagen, nee, das kann ich nicht machen. 23 Jahre Ehe, war das eine gute Zeit, eine gute Ehe? Ja, auf jeden Fall. So, dann hat das ja ein Gewicht. Das finde ich, hat ein ganz großes Gewicht. Ich will damit nicht sagen, dass wenn man 23 Jahre zusammen gut gelebt hat, ist das der Grund, dass man den Rest des Lebens auch zusammenbleibt, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Aber ich finde, dass das ein Gewicht hat und dass man das nicht so leichtfertig wegschmeißen darf. Ja, das will ich auch nicht. Da trägt man Verantwortung auch für den anderen. Ja. Das will ich auch nicht, aber es ist wirklich im Moment sehr problematisch. Mhm. Vielleicht wirklich verliebt, wie du sagst, ich weiß es nicht. Also es ist heftig. So, dann ist der junge Mann sehr viel jünger als du und er ist schwul. Wo wir gerade gesprochen haben, ne? Da tut sich hundertprozentig eine Konfliktebene auf, dass der, wenn die Gefühle bei ihm auch so stark sind, wird er auf Dauer das nicht mitmachen. So, und dann musst du, dann sitzt der Fritz mittendrin und muss eine Entscheidung fällen. Ja. Werfe ich jetzt mein ganzes altes Leben weg und gehe auf den Abenteuerfahrt mit dem jungen Kerl in ein neues schwules Leben? Oder entscheide ich mich für meine Frau? Und sag, okay, ich kann halt nicht alles ausleben. Man kann auch nicht immer alles ausleben. Und das ist auch gut so. Sollte man auch nicht. Aber wenn es wirklich eine Liebe ist, die jetzt da gerade entsteht, entsteht dann natürlich ein Sog. Aber dann musst du auch die Konsequenz tragen und dich von deiner Frau trennen. Aus Respekt deiner Frau. Du kannst nicht nur da sitzen und nehmen und nehmen und nehmen. Weißt du? Ja, klar. Aber meine Frau, ich denke, dass sie auch, wenn es so wäre, dass sie nicht loslassen kann, weil sie total verliebt in mich ist oder weil wir... Weil sie abhängig ist von dir. Vielleicht, ich kenne eure Verhältnisse nicht. Das kann ja sein. Ja. Dass es für sie auch eine schwierige Sache ist, zu gehen und ihr eigenes Leben zu führen. Und dann musst du, da hast du die Verantwortung, wenn du das witterst, dass sie abhängig von dir ist, dann darfst du das nicht ausnutzen. Das darf man nicht machen. Finde ich. Du musst irgendwann eine Entscheidung fällen. Ja, also
Aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen, das hat, du hast recht. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo dir kein Mensch von außen reinreden kann. Ja. Reinreden kann, man kann dir sagen, du musst eine Entscheidung fällen. Aber welche Entscheidung du fällst, ich kann nicht in dein Herz gucken. Mhm. Ja. Aber du darfst deine Frau nicht dauerhaft ausnutzen. Das darfst du nicht machen. Tja, das ist nicht so einfach. Und das ist jetzt erstmal, das ist ja noch ganz frisch mit dem Jungen, ne? Ja, ganz frisch. Ja. Jetzt lass es erstmal sich ein bisschen entwickeln. Kannst ja mal das so sacken lassen, worüber wir geredet haben. Mhm. Und wir gucken dann, oder du wirst sehen, wohin die Entscheidungen dich treiben. Oder nicht treiben, sondern wohin du gehst. Ja. Lieber Fritz, mehr kann ich nicht dazu sagen. Nee, klar. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Okay, ciao. Meine Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf Samstag. Samstag ist Promi-Tag wieder bei mir. Ich freue mich sehr auf eine sehr attraktive und sehr nette Frau, die mich besuchen wird am Samstag, nämlich der Fernsehstar Sophie Schütt. Die Schauspielerin Sophie Schütt ist am Samstag bei mir zu Gast. Infos könnt ihr übrigens im Internet abrufen über Sophie Schütt. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr hier bei uns im WDR Fernsehen. Und wenn ihr euch auch mit Sophie Schütt, es lief ja vor kurzem die große Serie auf Sat.1, typisch Sophie, da war sie die Hauptdarstellerin Sat.1, weil sie so erfolgreich ist, hat ihr diese Serie geschenkt, die sogar ihren Namen trug, typische Sophie, und die geht jetzt im Oktober auch weiter. Wenn, ich höre gerade 23.45 fängt die Sendung an am Samstag. Wenn ihr euch also auch gerne mit Frau Schütt, mit Sophie Schütt unterhalten wollt, dann meldet uns doch ab heute schon unter domian@wdr.de. Und dann könnte es sein, dass wir euch dann am Samstag in die Sendung reinstellen. Sophie Schütt, mein Gast am Samstag. Hier ist Daniela und Daniela ist 38 Jahre alt. Hallo Daniela. Hallo Daniela. Ja, hallo Domian. Ja. Hallo Daniela. Weswegen rufst du an, Daniela? Und zwar, ich bin seit 2 Jahren verheiratet. Ja. Habe sehr kurzfristig geheiratet. Und ich war blind vor Liebe gewesen und ich habe leider einen Alkoholiker geheiratet, der mich schlägt, der meinen Sohn schlägt, den ich mit in die Ehe gebracht habe. Wie alt ist das Kind? Das Kind ist 10 Jahre. Ja. Und der mich ständig demütigt und fertig macht. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Hat das mit der Ehe angefangen? Nein, es war erst irgendwo, das ging die ersten 3 Monate, war alles schön, wunderbar. Mhm. Und dann habe ich ihn halt, weil ich ihn kaum vorher gekannt habe, hat er danach irgendwo sein wahres Gesicht gezeigt. Warum hast du ihn so schnell geheiratet? Ich war sehr lange allein gewesen, lebe auch sehr zurückgezogen. Und ich habe mir immer gewünscht, endlich mal verheiratet zu sein, jemand eine Partnerschaft zu haben, Zärtlichkeiten und zu Hause zu haben. Aber dennoch macht man das ja dann nicht so schnell, ne? Da beschnuppert man doch eigentlich erstmal den anderen. Wie lange kanntest du ihn? Ich habe ihn 2 Jahre gekannt, aber intensiv erst 3,5 Wochen vor der Ehe. Ach, wie zwei Jahre gekannt? Warst du vorher 2 Jahre mit ihm zusammen? Nein. Nein, das nicht. Ich habe ihn von der Arbeit her gekannt, vom Sprechen und so weiter. Ja. Wie? Und dann ist es 3 Wochen vor der Ehe, ist es zu einem Verhältnis gekommen zwischen euch beiden? Richtig, ja. Und dann habt ihr nach 3 Wochen schon geheiratet? Ja, weil ich unbedingt auch mal zeigen wollte, ich kann auch verheiratet sein von meinem Freund. Ja, aber Mann, Daniela, bist du wahnsinnig? 3 Wochen nur? Ja. Das ist ja wirklich krass. 3 Wochen? Ja. Und das wollte er dann auch gleich? Das wollte er auch. So, jetzt bezahlst du es bitte, ne? Richtig, genau. Mhm. Und nach 3 Monaten wiederum, nachdem ihr verheiratet wart, hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, genau. Und dann hat er getrunken und hat er mich geschlagen, hat meinen Sohn geschlagen. Wie oft kommt das vor, dass er dich schlägt oder das Kind schlägt? Bitte? Wie oft kommt das vor? Es kommt vor, wenn er total sturzbetrunken ist. Mhm. Und, ist er oft sturzbetrunken? Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er euch oft schlägt. Mein Sohn hat er das letzte Mal im November geschlagen. Mhm. Und mich hat er vor 1 Woche das letzte Mal geschlagen. Mhm. Da ist also keine glückliche Zeit mehr bei euch. Schon lange nicht mehr, nein. Es ist nur Quälerei und Angst. Ich habe wahnsinnige Angst, weil ich bin quasi eine Sklavin in meiner eigenen Wohnung. Der Mietvertrag läuft auf meinen Namen. Mhm.
Er erpresst mich mit allen möglichen Sachen und will das Jugendamt anrufen, dass ich keine gute Mutter bin, was nicht stimmt. Mhm. Und wenn die Wohnung nicht aussieht wie geleckt, dann droht er mich Schläge an und tut mich demütigen mit den schlimmsten Worten. Zum Beispiel? Schlampe und du blöde Kuh und jetzt mach mir was zu essen. Mhm. Mhm. Und meine Wäsche ist noch nicht gebügelt. Und verlangt er von dir auch noch Sex? Das hat er verlangt bis vor 4 Wochen. Ich weiß aber, dass er irgendwo eine Frau hat. Bis vor 4 Wochen hat er das auch noch verlangt? Das hat er verlangt, aber ich habe schon lange nicht mehr mit ihm Sex gehabt. Ja. Und dann hat er gesagt, ich wäre eine frigide Kuh. Und da habe ich gesagt, ich kann mit keinem Mann ins Bett gehen, wenn ich ihn nicht mehr liebe. Mhm. Und weil er so grausam zu mir ist. Mhm. Und ich war immer zu feige gewesen, dann die Polizei zu rufen, wenn er angefangen hat, die Wohnung zu demolieren. Mhm. Und also, du sagst, ich war zu feige, die Polizei anzurufen. Weil ich Angst hatte vor ihm, weil ich quasi, meine Familie hat immer gesagt, dass sie Angst haben, dass er uns umbringt. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich auch die Antwort auf meine nächste Frage, die ja so nahe liegt jetzt. Warum haust du von diesem Typ nicht ab? Will ich ja auch, aber das ist meine Wohnung. Er soll ja hier ausziehen. Ich wohne seit 6 Jahren hier und er ist eingezogen, wo wir dann geheiratet haben. Mhm. Aber es ist definitiv deine Wohnung. Das ist meine Wohnung, der Mietvertrag läuft auf meinen Namen. Ja. Und ich habe durch einen Chat eine Bekannte kennengelernt, die hat mir einen Anwalt empfohlen, bei dem war ich gewesen. Ja. Und irgendwo ist es alles so eine kuriose Geschichte, wo ich manchmal denke, ich bin im falschen Film. Der Anwalt unternimmt einfach nichts Richtiges. Mhm. Wo er sagt, das ist ein Härtefall, dass irgendwo... Dann bist du im falschen Anwalt. Ja, und ich bin jetzt arbeitslos und ich brauche Prozesskostenhilfe. Und ich kann nicht irgendwo dann zum anderen Anwalt gehen, weil ich dann Angst habe, der verlangt dann irgendwie, dass ich das bezahlen muss und ich kann es nicht. Also, aber du bist für dich schon mal ganz klar entschieden, das muss beendet werden, das Ganze. Das ist schon lange. Das ist lange entschieden. Du hast das nur, du bist nicht dir im Kleinen, wie du das machen sollst, und du hast etwas Angst, auch Angst, es einzufädeln, zu organisieren. Hast du auch Angst vor seiner Reaktion? Dass ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe irgendwo Angst, er tut uns immer was an. Ich habe panische Angst davor. Mhm. Du hast dich bisher aber nur beraten lassen bei diesem Anwalt? Ja, ich habe doch mit Freunden und alles gesprochen und irgendwo... Jeder sagt halt natürlich, ich wäre selbst dran schuld, wenn ich jemanden so schnell heirate. Dabei habe ich nur nach Liebe gesucht, nach dem Zuhause. Ja, aber ich habe es ja gerade auch gesagt. Das mag ja auch stimmen alles, aber darum geht es ja jetzt gar nicht mehr. Es geht ja jetzt um die Gegenwart. Ja. Es geht darum, wie jetzt die Situation zu lösen ist. Und ich bin sicher, dass du sowieso so schnell keinen Mann mehr nach 3 Wochen heiratest. Da hast du jetzt wahrscheinlich auch gelernt. Ich werde nie mehr heiraten, nie mehr im Leben. So. Es nutzt gar nicht, jetzt groß über die Vergangenheit zu reden. Es geht darum, wie du unbeschadet, du und dein Kind, aus dieser Horrorlage rauskommst. Genau, richtig, ne? Darum geht es. Ja. So, ich glaube, dass es auch eine Frage der guten Beratung ist. Du hast gerade schon gesagt, mit dem Anwalt, das funktioniert nicht so, wie das laufen sollte. Ja. Ich finde, dass du von Frauen beraten werden solltest. Ja. Stichwort Frauenhilfe, Frauennot, Telefon und so weiter. Ja. Ich werde dich jetzt mit meiner Psychologin gleich in Kontakt bringen. Ja. Mit der kannst du das nochmal etwas ausführlicher besprechen. Mhm. Und die wird dir dann in deiner Umgebung so eine Anlaufstelle geben, wo dich dann Frauen beraten, die genau mit solchen Fällen jeden Tag konfrontiert werden, die auch die Anwälte, die entsprechenden guten Anwälte kennen und auch die mit dieser finanziellen Situation sich auskennen, in der du im Moment sitzt. Ja. Also im Prinzip ist es eine Frage, es muss jetzt professionell ordentlich angepackt werden, ja, damit du so schnell wie möglich da rauskommst. Richtig, ja. So. Ich finde es gut, dass du es schon angefangen hast. Das wird dir sehr viel Kraft kosten, das ist mir klar. Natürlich. Und die Angst natürlich dann immer im Nacken. Deswegen brauchst du Leute um dich herum, die wissen, wie man mit solchen Kerlen umgeht und wie man das richtig macht. Genau. Jetzt machen wir Folgendes, Daniela, du legst bitte auf. Ja. Meine Psychologin, diese Mono, ruft dich an und alles Weitere wird dann geklärt. Okay. Alles Liebe, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hier ist Peter und Peter ist 68 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo. Ja. Hier ist der Peter. Ja. Sag mal, also erstmal schönen guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. Ja, freut mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Ich versuche schon seit 4 Jahren oder so ungefähr. Also ich habe das
dasselbe Thema ungefähr wie deine drittvorletzte, dass meine Lebensgefährtin an Brustkrebs gestorben ist. Mhm. Wann ist sie gestorben? Das ist jetzt schon 5 Jahre her und ich überwinde das immer noch nicht. Ja. Wie lange wart ihr beide zusammen? Wir waren 13,5 Jahre zusammen. 13 Jahre, lange Zeit. Ich war vorher 25 Jahre verheiratet und sie auch, aber ich war nicht ihr Scheidungsgrund, sondern sie war auch schon getrennt und naja, jedenfalls haben wir zusammengefunden und das war meine große Liebe und das, was ich mir mal als Jugendlicher vielleicht mal vorgestellt hatte, das war meine Lebensgefährtin. Mhm. Habt ihr dann noch geheiratet oder? Wir haben nicht geheiratet. Nicht sie wollte nicht mehr heiraten und ich auch nicht. Also ich hätte sie aber gerne geheiratet. Ja, war sie so ungefähr in deinem Alter? Ja, sie war 3 Jahre jünger, ja. Mhm. Jetzt sind 5 Jahre vergangen, sagst du. 5 Jahre vergangen. Und du sagst, du kommst immer noch nicht drüber hinweg. Ich komme noch nicht drüber hinweg. Mhm. Ich habe jetzt eine neue Freundin, Bekannte oder so, aber ich kann mit ihr nicht, sexuell kommen wir auf keinen grünen Zweig. Sie sagt immer, wie Bruder und Schwester sind wir oder so ungefähr. Wir machen Radtouren und gemeinsame Kurzreisen und sowas, alle, die nur über einen Tag oder so ungefähr, ja. Wie alt ist sie? Sie ist ein Jahr jünger als ich. Ein Jahr jünger als du. Ja. Ist das für Sie ein Problem, dass ihr quasi nur so wie Bruder und Schwester quasi gute Freunde seid? Ja. Sie möchte mehr von dir. Sie möchte mehr von mir. Wie ist es zu dieser neuen Beziehung gekommen? Hast du diese Beziehung gesucht? Ja, ich hatte gesucht. Ich wollte unbedingt wieder jemanden haben. Ja. Ich bin auch nicht ein Mensch, der irgendwie alleine leben kann. Ich stelle es mir sehr vor, je älter man wird, du bist 68 Jahre jetzt, ja. Wenn man dann eine neue Beziehung sucht, wo findet man dann eine neue Beziehung? Wie war das bei dir? Ja, na, ich hatte eigentlich beim Fleischer kennengelernt. Zufällig. Nee, zufällig, dann beim Fleischer. Nenn ich ganz zufällig. Ich habe meine Augen offen gehalten und hatte auch gemerkt, dass die auch bloß 100 Gramm Wurst und sowas alles kaufte. Hast du gesagt, Mensch, die lebt auch alleine. Ja, so ungefähr. Dann hatte ich so irgendwie so angesprochen, wie sich das hier ergab. Ja. Und da habe ich dann, naja, hatte sich herausgestellt, dass auch alleine lebt. Ja. Und dann hatten wir uns zusammengetan. Ja. Das ist eine wirklich noch attraktive Frau, ja. Wirklich, kann man sagen, gut erhalten und sowas alles und trotzdem. Und wohnt vermutlich dann auch bei dir in der Gegend, wenn ihr den gleichen Fleischer habt? Ja, die wohnt nicht weit von mir entfernt, so 600 Meter, ja. Ich gehe mal davon aus, dass du in Berlin wohnst? Bei Berlin. Bei Berlin, das höre ich ja an der Sprache. Wie lange läuft denn das jetzt schon mit der neuen Frau? 2,5 Jahre. Ach, so lange schon? Ja. So lange schon. Und trotzdem kommt da keine Bewegung rein? Nee, kommt nicht rein. Und sie sagt dann auch immer, brauchst du die Wunder weg, mir was anderes suche und sowas alles. Mhm. Naja. Das heißt, ihr habt noch kein Mal miteinander geschlafen? Kein Mal richtig, ja. Keinmal, wir haben es versucht, ja. Hat nicht geklappt. Gelingt dir denn so eine Zärtlichkeit? Kannst du sie in den Arm nehmen? Kannst du sie streicheln? Kannst du dich ankuscheln an sie? Nein. Auch nicht? Auch nicht, nee. Also im Prinzip ist sie wie ein guter Freund. Du kannst auch mit einem Mann so zusammen sein. Ja, ich könnte nicht mit einem Mann zusammen sein, aber... Nee, aber so, ich meine so, also wie eine gute Freundschaft. Wie eine gute Freundschaft, ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist eben so mein Problem, weil ich nicht drüber hinwegkomme. Ich war auch schon bin in Berlin noch versichert, ich habe mal in Berlin gewohnt, bei der AOK versichert, habe bei der AOK psychologisch beantragt und sowas alles. Und da war ich auch 4-mal da, aber nicht zur Beratung, die haben mich nur ausgefragt und sowas alles, ja. Die wollten mir Bescheid schicken, aber da warte ich jetzt schon 3 Wochen drauf und da passiert auch nichts mehr. Ja, das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Vergleichst du sie immer mit deiner verstorbenen Partnerin? Ja, muss ich zugeben, ja, leider. Und dann schneidet sie schlecht ab, die neue? Ja. Mhm. Denn es war so ein Verhältnis zwischen meiner Verstorbenen und mir, das gibt es ja nicht, wie ich schon sagte, wie ich mir das mal als junger Mensch vorgestellt hatte. Nee, ich war 25 Jahre verheiratet, habe 2 große Söhne. Also, hast du dich um sie bekümmert, um die Neue? Sagen wir es mal so ganz ehrlich, unter uns gesprochen, weil du nicht alleine sein konntest und wolltest? Kann sein, ja. Und dass da gar nicht so dieses Verliebtsein, die Liebe im Vordergrund stand, sondern die Sehnsucht, einfach nicht allein zu sein. Ja, auch, ja. Würdest du auch
von deinem Herz jetzt so, das so beschreiben, dass du diese Frau eigentlich nicht liebst? Ich weiß es nicht. Ich kann, das ist so eine, irgendwie habe ich sie gern. Sie ist auch eine liebe Frau und auch recht lieb mit Worten und mit Taten und so weiter. Ja, und das ist eigentlich, ich verstehe mich selber nicht, ja. Ich kann das aber schon erahnen, was in dir vorgeht, Peter. Wenn man 13 Jahre mit einem Menschen so gut zusammen war und so auch das Gefühl hatte, das war so die große Liebe meines Lebens, kann ich das mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht nie wieder so jemanden findet oder dass man sehr lange vergleicht. Ja. Das ist ja ein großes Glück, 13 Jahre mit jemandem glücklich zu sein. Ja, das zeigt mir auch. Ein irres Glück, ja, ein irres Glück. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann schnell wieder jemanden findet, wo man wieder so glücklich ist oder vielleicht noch glücklicher, das ist ja wie ein Lottogewinn. Ja, eben. Die 13 Jahre sind ja schon was sehr Besonderes, finde ich, wenn du das so hochhältst und sagst, das war so eine tolle Zeit. Ja, eben. Ich bin überwiegend Nachtschichtarbeiter gewesen und ich musste auch öfter alleine bleiben, weil ich jetzt eine Nachtschicht war und so weiter. Und in dem Zeitpunkt, wo ich aufhören konnte zu arbeiten und sie mir auch dazu geraten hatte und so weiter, alles davon abgesehen. Und kurz danach, sagen wir mal ein Dreivierteljahr später, ist er mir verstorben. Ja. Gerade da, wo ihr dann viel Zeit hättet haben können. Ja. Ja. So ist das Schicksal. Aber dennoch muss man dankbar sein für die 13 Jahre. Da hast du recht. Das muss man so sehen. Wenn man auch 25 Jahre verheiratet war und das auch nicht das Wahre war, sondern geschieden wurde oder so ungefähr, naja. Also jetzt ist wirklich die Frage, du hast gerade gesagt, dass die Frau schon so angedeutet hat, dass sie sich einen anderen sucht. Ja, in etwa. Dann muss ich mir für eine andere, sagen wir mal, für Sexuelle einen anderen suchen oder so ungefähr. Könnte man dann ja auch verstehen, ne? Ja, eben. Ja, ich verstehe die Frau ja. Ich verstehe mich ja nicht. Das ist ja das Problem dabei. Also, es ist jetzt wirklich, da ist wirklich guter Rat kompliziert, glaube ich, in dem Fall. Da ist eine Frau, die du wertschätzt und die du auch durchaus respektierst und die gute Eigenschaften hat, ne, so habe ich es verstanden jetzt. Ja, sieht auch noch gut aus. Sieht auch noch gut aus, ne? Aber es ist eben alles nicht so, wie es früher war. Ja, eben. Und du hast noch keinen richtigen Abschied nehmen können von damals. Ja, ich habe meine Lebensgefährtin damals immer begleitet, wenn sie öfter mal ein Krankenhaus musste oder irgendwas und so. Ich war auch als sie gestorben ist bei ihr und so alles. Ja, ich habe noch gemerkt, wie sie war ja nur bewusstlos praktisch, aber ich habe noch gemerkt, wie sie meine Hand gedrückt hatte, so kurz vorm Tod oder so ungefähr. Ja. Wenn du dir mal so ein Gedankenspiel machst, du würdest dich von dieser Frau als Partnerin trennen. Wie wäre dir da zumute? Ja, irgendwie würde ich mich wieder einsam fühlen. Ich würde hast du damit irgendwie recht. Im Grunde genommen müsste man auseinandergehen, damit sie noch die Chance hat, sich jemand anders zu suchen. Oder, dass man einfach das Verhältnis anders beschreibt, definiert. Ja, dass man sagt, okay, wir sind kein Paar, wir sind einfach gute Freunde miteinander. Ja. Und wir versuchen das auf der Basis, aber wir lassen uns gegenseitig unsere Freiheiten. Wenn sie sich noch etwas anders suchen möchte, kann sie das ja machen. Könntest du damit leben? Ich schätze ja. Also ich kann es nicht genau sagen. Irgendwie würde ich zwar nur eifersüchtig sein, aber irgendwie, ich könnte sie ja verstehen. Ich finde sie ja auch nett und alles und so weiter. Weißt du, was ich wirklich misslich finde? Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit, dass du immer noch auf den Bescheid wartest. Ich fände es schon sehr gut, wenn so daneben, parallel zu deinen Überlegungen, die wir gerade zusammen angestellt haben, wenn du mal so ein paar Stunden zu einer psychologischen Beratung gehen könntest, das könnte nicht schaden, dass du in Ruhe, wir können hier ja nur ein paar Minuten reden, wir beide. Ja, eben, ja. Wenn du da mit einem ordentlichen Typ oder einer ordentlichen Frau mal ein paar Stunden, ein paar Wochen mal das Ganze erörterst. Ich glaube, dass das hilfreich sein würde. Jetzt, ich will dir auch gerne mal was Folgendes anbieten, dass du mit meiner Psychologin mal gleich ein paar Möglichkeiten durchsprichst. Wenn das jetzt da mit der AOK nicht geklappt hat, vielleicht finden wir einen anderen Weg, wo wir dir irgendetwas für eine Verbindung herstellen können. Ja. Das würdest du auch machen, ne? Würde ich auch machen. Ja, finde ich auch gut. Denn
ich bin 68 Jahre, aber ich fühle mich noch nicht so alt im Grunde genommen. Ja. Wir sind Radfahrer und spielen sportlich und sowas alles in dem Sinne. Mhm. Aber irgendwie ist für mich das Leben nicht zu Ende. Mhm. Ich wäre damals mit dir mitgegangen, mit meiner Lebensgefährtin oder so, da war ich vollkommen runter, jetzt immer noch. Aber im Grunde genommen überlege manchmal, ob das nicht besser gewesen wäre, wenn man hätte mitgehen können. Ja. Aber der Gedanke ist weg jetzt. Na, der Gedanke ist schon ein bisschen weg, ja. Dafür ist doch noch, ist auch schon wieder etwas Lebensfreude da. Ja, das Leben ist eigentlich zu schön, um überhaupt an solche Gedanken zu haben. Bloß damals habe ich gedacht, Mensch. Verstehe ich. Aber es wäre sicher nicht im Sinne deiner Lebensgefährtin gewesen. Nee, wäre nicht gewesen. Mhm. Nee, die hat ja vorher schon immer gesagt, such dir mal eine neue oder so ungefähr. Ja, sowas von Verständnis und sowas, wie wir uns verstanden haben, sowas gibt's einfach nicht, ja, wie in einer Person alleine oder so. So, Peter, jetzt möchte ich dich bitten, gleich aufzulegen. Wir rufen zurück, das heißt, Simone ruft zurück. Du besprichst mit Simone die Möglichkeit, eine Beratung zu finden. Ja. Darüber hinaus würde ich dich bitten, das mal zu bedenken, ob ihr euch einfach mal anders anders definiert, anders beschreibt. Dass ihr sagt, wir sind kein Paar, sondern wir sind einfach erstmal nur gute Freunde. Vielleicht wird das auch das Ganze etwas entspannen zwischen euch beiden. Ja, könnte sein, aber ich weiß nicht, wie das Thema aufbringen soll. Ja, naja, gut, ich werde es versuchen. Ja. Ja, kannst du auch gleich nochmal in Ruhe mit meiner Psychologin besprechen. Ja, ist gut. Ich habe sehr gerne mit dir gesprochen, ich finde, du bist ein sehr netter Kerl. Und wünsche dir alles Gute und würde es dir wirklich von Herzen wünschen, dass du da irgendeinen Dreh kriegst, dass du wieder noch mehr in die Lebensbahn kommst. Ja, ich danke dir und deine Sendung finde ich auch dufte. Dankeschön. Ich habe die nun seit Anfang an, wenn ich im Ruhestand bin, ja, immer verfolgt oder fast immer verfolgt. Ja. Und bin nie durchgekommen. Ja, aber heute hat es geklappt, Gott sei Dank. Gut. Lieber Peter, alles Gute, du legst auf, wir rufen zurück. Ja, ich danke dir. Tschüss. Und hier ist noch Patrick. Patrick ist 20. Hallo Patrick. Ja, hi Domian. Hi. Also. Mein Thema ist, dass ich halt überlege, ob ich meinen Großvater anzeigen soll oder nicht. Warum? Was hat er gemacht? Also ich habe vor zwei Wochen erfahren, seitdem weiß ich definitiv, dass er mich und meinen Bruder, als wir klein waren, sexuell misshandelt hat. Von wem hast du das erfahren? Folgendermaßen, ich konnte mich selber nach einer Zeit wieder dran erinnern. Mhm. Also ich habe seit... Aber es gab irgendeinen Anstoß vor zwei Wochen? Ja, also ich habe seit zwei Jahren circa, morgens, wenn ich aufstehe, halt die Bilder von damals im Kopf. Und mein Bruder war halt dabei, das weiß ich noch. Nur wusste ich halt nie, ob das jetzt einfach nur Einbildung war oder ob es tatsächlich passiert ist. Ist der Bruder älter als du? Ja, also er ist jetzt 22. Ja, und... wie alt warst du, als das passiert ist? Also ich vermute, ich weiß nicht mehr ganz genau, mein Bruder sagte, ich müsste so drei oder vier gewesen sein. Und der Bruder, ist das gleiche passiert? Ja, er war währenddessen war er auch dabei. Nur als, was heißt nur, als war er anwesend oder wurde er auch? Er wurde halt auch dazu gedrängt. Also. Und er kann sich daran erinnern? Er kann sich genau daran erinnern, er hatte damals auch meine Mutter darauf angesprochen, quasi einen Tag später. Also der Umstand war der, dass wir am Wochenende zu meinen Großeltern gegeben wurden. Mhm. Und mein Großvater war halt zu dem Zeitpunkt Alkoholiker. Mhm. Und meine Großmutter war halt nicht im Raum selber. Mhm. Musste auf die Arbeit und dann hat er sich halt wieder eingepichelt, hatte uns dann ins Badezimmer gerufen, hatte sich dann halt die Hosen runtergelassen und hat uns dann halt bedrängt und gesagt, wir sollten mal anfassen. Mhm. Und irgendwann blieb uns halt nicht mehr die Möglichkeit, weil wir halt in der Ecke standen und ich weiß auch, dass ich dann noch gekichert habe in dem Moment und als es tatsächlich angefasst hatte. Mhm. Und hat sich das denn hinterher, als du älter warst, hat sich das nicht wiederholt? Nein, soweit ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, wie wir da rausgekommen sind und seitdem, ich hab's komplett vergessen. Mhm. Mhm. Also all die Jahre jetzt... Und jetzt überlegst du gemeinsam mit deinem Bruder da was rechtlich eventuell zu unternehmen? Wohl ohne meinen Bruder. Also er sagt, nee, das ist gegessen, verdränge ich und will ich jetzt gar nicht mehr so, ich will jetzt einfach weiterleben, so wie es jetzt halt ist. Mhm.
Und ja, ich weiß nicht, also ich hatte mit meiner Mutter dann halt auch darüber gesprochen und ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das beruhen lassen sollte und ist auch in der Tat eine komplizierte Frage, die man auch nicht ganz so rasch schnell entscheiden kann. Ja, ja. Besonders bin ich jetzt in der Zwangssituation, die Sendung ist gleich vorbei, aber ich möchte und wir wollen dir natürlich gerecht werden. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal an, dass wir das in Ruhe erörtern können, das Ganze. Ja. Okay, Patrick? Alles klar. Okay, bis gleich. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Johanna Knura. Morgen eine freie Themennacht, 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.